Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr wisst, könnt ihr uns nicht nur auf diversen Plattformen folgen, also sowas wie Strava oder TikTok oder Instagram oder Twitter oder Facebook oder der Webseite, sondern ihr könnt uns natürlich patreonisieren oder steadyinisieren, glaube ich, heißt es. Also Geld geben. Ihr könnt uns aber auch, und das ist schon mal total wichtig, 5 Sterne geben auf iTunes oder ganz neu auf Spotify mit 5 Sternen bewerten, weil dann kriegen viel mehr Menschen uns in ihre Timeline gespült und können auch in Glückseligkeit schwelgen, wenn sie uns zuhört. So, soweit dazu. Und andererseits muss ich euch heute eine traurige Nachricht mitteilen. Und zwar, der Flo ist für diese Folge von uns gegangen, aber er kommt ganz bestimmt wieder. Dafür habe ich jemanden bei mir, der schon ganz viele Dinge mit dem Flo erlebt hat. In guten wie in schlechten Tagen, also quasi wie ein altes Ehepaar, ich habe bei mir den Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo lieber Peter. Viele kennen dich auch als die Bergziege auf Twitter oder Facebook und ich glaube auch auf Instagram. Bist du auf Instagram? Ja, aber als Schläfer. Ich schaue dir die Fotos als Schläfer. Und oh, okay. Das ist schön. Du bist Läufer, Autotandler und Motivator und Mitglied, stolzes Mitglied des Team Raxen Brothers und Team Ultra Kitty. Absolut richtig. Das Team Ultra Kitty besteht, glaube ich, mittlerweile nur aus mir selbst. Und das Team Raxen Brothers besteht aus dem guten Pinguin Jordi, den ihr alle kennt, Christian Engelhardt, der da eine gewisse Karenzzeit sich ausbedungen hat. Aber er ist wieder da. Er ist wieder da. Ich habe gesehen, auf den ganz wenigen Plattformen, wo er das postet, dass er einen Halbmarathon gemacht hat. Ja. Das ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, jawohl. Fast 2 Jahren läuferischer Abstinenz. Ja, und wer weiß, ich meine, momentan spielst du dich im Team Ultra Kitty nur mit dir selber, aber vielleicht kommt da ja auch wieder jemand. Durchaus möglich. Und du begleitest unseren Podcast ja schon länger, eigentlich schon länger, als es den Podcast gibt, durch die Lauffreundschaft mit dem Flo. Und du hattest auch in mehreren Folgen schon diverseste Auftritte, in der Folge vom Mute, in der Folge zum UTMB, in der Folge vom UTMB ohne UTMB. Und jetzt war es halt echt mal Zeit, dass wir den Altvater der Läuferbubble auch interviewen, quasi. Das Gemeine ist, dass ich dein Gesicht sehen kann und die schelmische Freude beim Aussprechen des Wortes Altvater mit Betonung auf der ersten Silbe war dir ins Gesicht gekleistert. Du Sack. da muss ich da tatsächlich sagen, stell dich mal vor und ich schließe dann gleich die Frage an, wie kamst du zum Laufsport? Ich kam zum Laufsport, weil ich keine Zeit oder wenig Zeit mehr hatte für Bergsport. Das klingt jetzt total blöd, aber nach einer gewissen Zeit sehr viel Skitouren machen, also das war meine große Leidenschaft und Skibergsteigen ist es eigentlich immer noch, braucht halt ein bisschen Zeit und Klettern, haben meine liebe Frau, die Madame Ziege, die Altziege, Ziege, mittlerweile. Und ich beschlossen, ein Kind zu kriegen, die Mini-Ziege, die jetzt auch schon in der Pubertät ist mit 14. Und was tut man, damit man nicht komplett das als Sinn verfehltes Projekt ansieht? Man sucht sich halt was ein bisschen weniger Zeit in Anspruch nimmt. Laufen ist ideal. Ich habe immer ein bisschen Laufsport betrieben, aber das war mehr so in der Schule und ich habe es eigentlich gehasst. Aber die Möglichkeit halt komprimiert viel rauszubringen aus einer kurzen Zeit, was ein Trainingsoutput hat, das ist halt einfach das Laufen. Und wie die Frau Ziege schwanger war, habe ich halt gesagt, okay, wenn, dann muss das schnell sein. Und wenn, dann halt laufen, trainieren, damit ich vielleicht auch schnell am Berg bin. Schnell am Berg gegangen bin ich immer schon. Also das ist nicht viel Unterschied zum Ultra-Laufen, wo man im Bergsport, wie ihr wisst, eh auch nur rauf geht, schnell rauf geht, weil das auch effizienter ist, je nach Steigung. Und so kam es dazu. Also die Leidenschaft für schnell auf dem Berg unterwegs sein hat mich da beflügelt.
Ich denke, meine Frau und auch die Miniziege werden das eh nie anhören, aber es ist einmal Zeit, wirklich zu sagen, die haben mich ausgehalten. Also die Miniziege 14 Jahre und meine Frau noch länger, weil unterm Strich, glaube ich, bin ich doch ein Zettel weg, wenn man sich das Trainingspensum anschaut. Vielleicht weniger als beim Rennradfahren oder weniger als beim, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt auch noch Skitouren, das ist halt noch ein bisschen zeitintensiver. Aber am Ende des Tages habe ich mich, glaube ich, ein bisschen selber belogen. Also sie haben dich ausgehalten, bevor du viel Sport gemacht hast oder jetzt während du Sport gemacht hast, weil manche Menschen sind ja, wenn sie nichts tun, nicht auszuhalten. In Wahrheit kennt mich meine Frau eh nur so und mein Kind auch und ich sage immer, seid froh, dass ich laufe oder dass ich Ausdauersport mache, weil sonst wäre ich noch unerträglicher, als ich eh schon bin. Ich bin nicht so friedliebend wie mit dir, mit deinem Bier und gemütlich quatschen. Nein. Oh. Okay, nein. Aber die Hosen habe ich zu Hause nicht an. Aber es war bei dir eben nicht das Gewicht oder die Langeweile, sondern es war eher so da die Akathisie, dass du sagst, ich habe ein bisschen Sitzunruhe, ich kann sowieso nicht still sitzen. Und wenn ich schon in meinem Job sitzen muss, weil du ja jetzt da nicht irgendwie Bergführer worden bist, zu deiner Trauer, glaube ich, das wird dir sehr gefallen. Und gut zu Gesichte stehen. Ja, das ist das zerfurchte alte Gesicht, habe ich schon. Die Kenntnisse dazu wahrscheinlich weniger. Eine Gletscherzunge im Gesicht, hervorragend. Ja, das heißt, da kann man ja auch gleich daraus schließen, warum du denn läufst. Also nicht nur, weil es zeitsparender ist, sondern... dein Antrieb ist tatsächlich offenbar das Bergerleben oder das draußen genießen. Absolut, also das habe ich immer gern gemacht. Ich meine, dazu kommt, wenn man mich ein bisschen näher kennt und du kennst mich ein bisschen näher, sicher auch ein gewisses Zwangverhalten, wie bei vielen Sportlern, die dann viel machen, das heißt Stress im Job etc. Also Training kommt dann auch phasenweise, wenn man sich was vornimmt, zu gewissen Zwängen. Das ist so, nämlich du musst jetzt trainieren, du musst das jetzt machen etc. pp. Das heißt, auf sowas kippe ich auch gern mal rein. Ja, das ist egal wie, es ist halt ein Substitut für irgendwas. Was halt wirklich gut ist, glaube ich, man kann den Stress, den man sonst hat, also ich spreche halt bei mir beim beruflichen Stress, wirklich gut wegarbeiten. Und das tut man schon. Klar, wenn du dann sagst, ich habe einen Trainingsplan X für den Ultra Y oder was weiß ich, für einen Marathon, kann ein Trainingsplan einen zusätzlichen Stress hervorrufen. Das kennen wir alle. Und ja, im Prinzip, du wirst mich dann höchstens auslachen oder das macht der Flo, der gute Florian, der wirklich immer schon nach Plan trainiert hat. Ich will das nicht. Also ich bin da eher Freestyle. Ich will das auch nicht. Ja, aber du machst das aber. Ja, das hast du aber nicht, das ist Müll. Selber schuld, siehst du. Also ganz, ganz im Ernst, der Sport muss, das ist auch schon wieder falsch, aber in dem Fall muss er Spaß machen, wenn das nur mehr zwangmäßig ist und noch ein Zusicht, dann bringt es gar nichts. Bei dir war es nie anders, okay, aber deine Hörer kennen dich eh nicht anders. Richtig, wobei, das heißt, du bist ein laufender Bergmensch und kein geländegängiger Läufer. Ja, tatsächlich so, ja, also es ist wirklich für mich, wenn du mich jetzt fragst, Berg oder Laufen, oder blöde Geschichte, aber in dem Sinn würde ich mich immer für die Berge entscheiden. Okay. Man kann also ja auch schnell am Berg sein. Und ich war auch immer am Berg, von klein auf in den Bergen oben. Also besser Hüttenwirt als Laufschuhverkäufer. Mit Sicherheit. Obwohl Laufschuhverkäufer sicher auch seinen Reiz hat. Wenn ich meine Hokers verchecke oder sonst wo. Ja, also nein, aber das Bergsein ist einfach von klein auf einfach super. Ja. Und schnell am Berg sein, das ist für mich der Antrieb, warum ich es auch so gern mache. Also das hat mich schon als Kind begeistert, habe es eh schon vorher gesagt, aber für mich, das ist irgendwie wie eine Sucht. Das war aber wirklich schon, das habe ich mir nicht eingeredet, das war als Kind da. Ich bin wo unten, sehe einen Berg und muss rauf. Muss einfach rauf. Ich sehe ein Gipfelkreuz, denke mir, boah, da musst du jetzt oben sein. Vielleicht ist das auch ein Zwang, aber das hatte ich wirklich von klein auf. Das kann ich nicht raus tun. Das heißt, wenn du mich irgendwo hinstellst und da ist ein Berg, muss ich rauf. Jetzt weißt du das. Naja, mir hat das ja schon oft, ist mir das oft im Kopf herumgegangen, dass ich mir gedacht habe, da ist ein Berg, da muss er rauf, dann macht er wieder ein Foto, dann macht er irgendwelche Blumenfotos, dann sagt er, mei, schau, wie schön, dann sagt er mir irgendwelche Steinerhaufen und sagt, da, guck, und dann denkst du so, ja,
Super. Siehst du, aber dein E ist mein Antrieb. Ja, ich bin da auch jedes Mal, manchmal bin ich da sogar ein bisschen neidisch, weil meistens denke ich mir, ja, ist ein Berg. Schau, sehr oft, wenn wir zwei unterwegs sind, hast du das begnadete Gabe von irgendwo, dass eh meist so neblig ist, dass man nicht gesehen hat. Ja, das sag ja. Ist ein Berg. Ich mache das, damit du gar nicht in Gefahr läufst, irgendwas Schönes zu sehen. Oder? Die schönste Aussicht des Alpenvorlands. Ich bin froh gewesen, dass ich meinen eigenen Schurch gesehen habe. Also ich habe neulich darüber nachgedacht, ob nicht der laufenden Decken-Podcast mal so andere also ich Hörer einlädt, ja, dass wir das mal veranstalten im Wiener Raum, weil ich glaube, viele kommen eher aus den westlichen Bundesländern oder eben auch aus Deutschland. Vielleicht gar so in der deutschsprachigen Schweiz, wer weiß das schon. Und deswegen, ich glaube, niemand oder viele von deinen Hörern, euren Hörern, kennt das gar nicht. Also meine Idee wäre schon mal zu sagen, kommt her, wir machen einen laufenden Deckend-Trail-Ausflug, ein Wochenende rund um Wien, die Großstadt, die mit Rax und Schneeberg wirklich gesegnet ist, mit einer Stunde Fahrzeit zu den schönen Bergen. Aber dann musst du zu Hause bleiben, weil wenn du Garant bist für schlechtes Wetter, nehmen wir dich nicht mit. Das stimmt und ich finde die Idee blöd. Wenn alle laufen gehen und ich darf nicht mitkommen. Super. Ihr seid alle blöd. Es heißt ja Schneeberg, dann kann es ja der Nebelberg sein, ist doch egal. Nein, nicht immer mit schöner Aussicht. Wobei, du, deine DOV-Statistik und deine ITRA-Eintragungen sind ja sowieso von außergewöhnlichen Läufen geprägt, so die letzten mehr als 10 Jahre. Du bist ja vom Sersinal über den OTMB, über den Mute, über den Comrades Marathon, du bist ja wirklich alles Mögliche gelaufen, wo viele sagen, das ist schön, schön, schön. Ist es jetzt da, dass du sagst, ich will dort überall einmal gelaufen sein, also so ein Laufsammler, oder bist du auch Wiederholungstäter? Es gibt so viel Schönes und Neues, dass ich mir schon ganz gerne die neuen Sachen anschaue, aber im Prinzip Wiederholungstäter, was halt, sagen wir mal, ohne großartige Qualifikationsmühsal und Lotterie-Auslosungsprozesse ist halt bei uns in der Nähe. Ich weiß nicht, es gibt den Schneeberg-Trail, der großartig ist, das muss man wirklich sagen. Es gibt die Veitsch Ultra, einen Grenzstaffellauf, wo du herkommst. Den du ja in einer durchaus respektablen Zeit ja schon niedergebogen hast. So Sub 6 muss man halt auch einmal laufen. Da war ich noch jung. Brauchte das Geld. Ja, man muss auch dazu sagen, den Veitschlauf gibt es relativ lang und deswegen warst du damals auch noch jung. Und, und der Veitschlauf hat ja leider, also einerseits cool, andererseits leider, er verändert die Distanz immer wieder mal. Also du kannst die Ergebnisse zwar grundsätzlich miteinander vergleichen und Sub 6 ist immer schnell, aber manchmal ist der Lauf halt 2 Kilometer länger und manchmal 2 Kilometer kürzer, weil irgendwo der ist durchlaufen oder halt nicht. Er ist auch nie so lang, also sollten uns jemals jetzt Organisatoren vom Veitscher Grenzstaffellauf zuhören. Wir lieben euch, ihr seid die besten, eine der familiärsten Veranstaltungen, die es im Alpenraum gibt, großartig, legendäre Community, aber ihr seid nicht 54 Kilometer lang, jeder weiß es. Schönerweise schreibt es, glaube ich, eh immer noch rein, aber es ist einfach nicht so. Aber Details. Gut, also Details. Und wenn dann wieder irgendein Harvester die Strecke zerstört, muss man halt wieder irgendwas. Genau. Nein, aber du wirst lachen. Ich habe wirklich, wirklich begonnen immer mit dem Berglauf. Und das, was mir da verbunden ist, war immer der Schneeberglauf. Und jetzt gibt es halt seit ein paar Jahren den Trail. Und das hat mich begeistert. Und da war ich zwar nie super gut, aber wie gesagt, im Saft, in der Blüte meines Lebens stehend, war das schon ganz nett, immer so da gerade an der 1 Stunde 20 zu kratzen. Das war so meins. Und dann hat mir habe ich von jemandem gehört, dass er den Jungfrau-Marathon gemacht hat, in der Schweiz, in Bern, also Interlaken. Wirklich wunderschön geht das ins Ziel auf der zum Eiger und zur kleinen Scheidegg rauf. Ist ein Marathon mit. Der erste Halbmarathon ist eigentlich relativ flach und nachher hast du 1800, 1900 Höhenmeter am zweiten Halbmarathon und das war so unvorstellbar für mich. Es war generell, wie ich begonnen habe zu laufen, ein Halbmarathon und Marathon,
ja, muss man ja nicht machen. Ne? Und begonnen hat es wirklich, dass mir dann, doch, dann höre ich ab und an auf gute Freunde, die haben wirklich gesagt, es geht nicht, Stegreif. Du hast gesagt, sicher geht's und wahrscheinlich hätte ich es probieren können. Tatsache, sie haben mich wirklich gezwungen zu einem normalen Marathon vorher. Damit hat es begonnen. Also sagen wir, das längere Laufen. Das heißt, 2010 war Berlin mein erster und der war nur und ausschließlich nur dafür da, dass ich den Jungfrau-Marathon dann schaffe. Das heißt, du hast tatsächlich als einer der wenigen Wiener nicht den Wien-Marathon als deinen ersten Marathon gemacht. Nee, überhaupt nicht. Also es war Berlin, dann war München vorher noch. Wien war der dritte, den ich gemacht habe. Und wahrscheinlich der mit Abstand, ja. Ich hab ihn öfter gemacht, was soll ich sagen, aber er ist vor der Haustür. Genau, richtig. Und deswegen machen wir ihn alle. Ja, genau, er könnte ja so schön sein. Nein, aber Berlin war Erlebnis, muss man schon zusagen. Und da hat er zugeben und da habe ich dann wirklich Blut geleckt und dann hat man das auch getaugt, das Trainieren, auch im Flachen, man muss es so sagen. Aber ich habe. Ja, das musst du ja als Wiener auch tun. Ja, was soll man? Ja, na, unterschätzt. Unter der Woche kaufst du nicht jeden Tag irgendwie. Nein, am aber Bergfahren. Frag den Flo, der hat ja quasi schon gewohnt im Kalmbergdorf und hat dort seine Höhenmeter für einen UTMB-Versuch abgespult. Da kannst du schon was machen. Die Andrea Meyer, von mir die hochverehrte, großartige, mehrfach Weltmeisterin, die immer in Wien trainiert hat, ist den Nasenweg rauf, runter und die Nase ist die Nase. Ja? Und offenbar reicht's zur Weltmeisterin, mehrfach. Also so ohne ist Wien ja gar nicht. Andrea Meyer oder die Kleopatra des Berglaufs, die Nase. die großartigste, das muss man schon sagen. Aber nur um zu sagen, also ich habe 2010 Berlin gemacht, das ist echt schon lange her, und 2 Jahre später dann den Jungfrau-Marathon. Den du auch in Sub 5 gemacht hast, also alle geschreckt. Jo, fürchterliche Krämpfe. Das war so meine Zeit, wo ich wirklich, glaube bei jedem längeren Lauf und Berglauf immer wieder Krämpfe bekommen habe. Bevor du dein Wundermittel entdeckt hast, warum die Ziege auch ihren Leckstein braucht. Brauchst als Huf, Paarhufer ganz, ganz wichtig. Ja. Das ist, ist tatsächlich, ich habe lang gesucht, ich habe über 10 Jahre gesucht, dass ich irgendein Mittel finde. Und ja, wahrscheinlich ist der Hauptgrund, warum ich immer wieder gekrampft habe, wahrscheinlich zu wenig trainiert zu haben. Man muss es zugeben, weil am Ende, naja, doch. Das ist am Ende, es gibt viele Studien über Krämpfe. Wir haben dann auch den ersten Ultra, der war in Südafrika, da gibt es auch mehrere Trainer, die das begleiten und auch die sagen, also es ist egal wie, schau mal rein in die Literatur, Salzmangel kommt selten. Aber dort habe ich zum ersten Mal gesehen, dass sie Salz ausgegeben haben. Also wirklich ausgegeben. Und das habe ich schon gedacht, okay. Und dann habe ich auch Krämpfe bekommen, wie bei jedem Lauf bis dorthin, der ein bisschen länger war. Und dann habe ich mit Salz gearbeitet und das hat wirklich funktioniert. Und Tatsache ist, naja, Peter, eigentlich seitdem wir uns kennen, das ist auch schon eine Zeit aus, verwende ich Salztabletten bei Läufen über, sagen wir mal, 4-5 Stunden. Ja, alle 2 Stunden gibt es eine Salztablette für die Ziege. Und wenn es homöopathisch ist, ist auch okay. Oder wenn es Placebo ist, ist auch okay. Aber ich habe tatsächlich nie, auch nur ansatzweise, mehr Krämpfe bekommen. Wir können es aber ausprobieren. Ich gebe dir mal, was nicht, 7 Salzglobuli oder linksdrehendes Salzwasser. Wäre wirklich spannend. Aber ich sage das wie alle, früher, du musst Magnesium nehmen oder Calcium, diese blöden Klassiker, die da immer kommen. Nichts hat das geholfen. Also, wobei, Magnesium haben wir gelernt. Sollte jemand der Zuhörer wirklich laborieren an Krämpfen, ich habe es für euch getestet, 10 Jahre gelitten und das ist nicht lustig, weder beim London-Marathon vorm Ziel, weder beim Jungfrau-Marathon vorm Ziel, andauernd, also die Zeiten wären noch viel besser möglich gewesen, hätte ich wahrscheinlich damals schon mit Salz gearbeitet. Oder zum Beispiel, deswegen, bei jedem guten, längeren Lauf gibt es Suppen. Mit viel Salz. Mit viel Salz, genau. Mit auch viel Salz. Vollkommen wurscht, gib mir Wasser mit Salz. Was würdest du sagen, was ist deine Paradedisziplin oder deine Lieblingsdistanz? Gibt es sowas? Also, dass du sagst, weiß nicht, 50, 70, 100, 100 Meilen, 200 Meilen, keine Ahnung. Weiter war ich noch nicht. Ich habe gedacht, dass ich nie wieder einen 100 Meiler mache, wie ich trainiert habe für ein UTMB. Am Ende war das vielleicht sogar die coolste Distanz, weil es so locker gegangen ist. Der Flo ist nicht da, ich darf das jetzt sagen, weil es im Prinzip so locker gegangen ist. Ich kann es nicht sagen. Wenn du mich fragst spontan,
was einfach schön ist, dann soll es ein Berglauf sein zwischen 35 und 50 Kilometern mit Freunden aus. Das ist so richtig wahrscheinlich die Distanz, auf die ich mich am meisten freue. Also einen Tag unterwegs sein quasi, trotzdem am Abend im Bett liegen können. Ja. Und, Stand machen. Genau. Und du weißt, wir machen das freiwillig. Das hat sich so eingebürgert. Auch deine Einladung, wer uns begleiten möchte, gerne. Meistens um die Ende Mai, Mitte Mai kommt nach Wien. Wir machen immer Wien-Schneeberg. Und das ist auch wunderbar. Also da freue ich mich auch auf diese Nacht draußen. Was wir früher als Student durchgemacht haben, machen wir halt laufenderweise. Irgendwie viel, viel schöner. Muss man auch sagen. Ich glaube, wir sind einfach nur viel älter. Auch das, aber zwei Tage durchgemacht hast vielleicht du als Student oder sonst wo früher, aber zwei Tage durchgemacht habe ich nur beim UTMB und beim Mute, beim Madeira. Ja, und wir haben gelernt, dass zwei Tage durchmachen bei einem Festival am Tag darauf mehr weh tut, als wirklich lang laufen. Das tut zwar auch weh, aber nicht überall im Kopf zum Beispiel und im Magen. Ganz, ganz sicher. Nein, aber das ist groß, das möchte ich nicht missen. Diese wunderschönen, in Wahrheit, worauf kommt es an? Ja? Ich glaube, das haben dann viele auch mitbekommen, wir laufen diese Ultras die letzten Jahre wirklich zusammen. Das passiert selten, weil wir sind immer wieder angesprochen worden, gemeinsam, wie wir zu viert den IRTF gemacht haben in Innsbruck. Auch ein großartiges Rennen, by the way. Und klar, ja, kommt hin, Anfang Mai. Das ist wirklich cool natürlich, wenn du sagst, jetzt probiere ich es und möchte allein auf ein Zeitziel gehen, musst das alleine machen oder mit Hilfe halt supportet. Ja. Aber wenn du Spaß haben willst, und in Wahrheit wollen wir das immer, es gibt nichts Schöneres als das Zusammenmachen. Also das muss ich schon zugeben. Und das ist der Grund, warum ich es mache. Mit euch Narrischen einfach viele, viele Stunden gemeinsam draußen. Okay, das heißt, du hast mir jetzt quasi die nächsten zwei Fragen, die ich mir notiert gehabt habe, direkt beide schon vorab beantwortet. Das mag ich ja, diese Streber. Die immer Sachen beantworten, bevor ich es frage. Der Basti aus der dritten Reihe, das passt schon, ist ja kein Problem. Jetzt bist du also, jetzt, oder? Alleine oder in der Gruppe ist dementsprechend in der Gruppe. Und aber das hast du nicht ganz beantwortet, weil jetzt laufst du gerne in der Gruppe oder mit Freunden. Hat sich dein Fokus irgendwie geändert? Also von früher zu jetzt hast du früher auch gesagt, ich muss einen Marathon sub 3, ich muss, was sind die Feitsch, unter 6, ich, keine Ahnung, irgendwie. So ein paar Dinge sind klar. Ich habe irgendwann gemerkt, dass der Marathon sub 3, obwohl mir da Sportort in Wien gesagt hat, ja, wenn du viel tust, rein theoretisch, dein Körper könnte das hergeben, aber das ist wirklich unglaublich viel Arbeit und jeder, der das gemacht hat und nicht begnadet ist, dass es ihm so leicht von der Hand geht, weiß, dass das verdammt viel Arbeit ist. Fragen wir den Sänger, der da jetzt in Wien gerade lebt, wie heißt der, der angeblich geschummelt hat beim VCM. Also Sub 3 ist eine Marke. Ach so, den Eberhardinger. Na, Falco? Fenrich? Ja, mit dem englischen Namen. Tatsache ist... Stefan Weber. Stefan Weber. Ja. Stefan Weber von der Drady Wabel. Rede kurz, das in Sub 3 ist, nachdem ich zweimal, und das war meine Bestzeit, gerade 3,21 geschafft habe, jedes Mal dann mit Krämpfen und ich wusste, und da habe ich schon viel trainiert, habe ich eigentlich gesagt, na, es interessiert mich nicht. Und nicht mehr. Und jeder Ausflug mit Freunden ist einfach gemütlicher und jeder Ultra ist leichter als ein Sub 40 10 Kilometer Lauf oder was weiß ich, 1,25 am Halbmarathon. Und das braucht keiner, jeder so schaut immer so, wow, toll, du läufst Ultra, ist ein Bullshit. Also wer ernsthaft trainiert auf die Kurzdistanz und auch auf dem Marathon auf Zeit, das ist viermal so hart. Das, was ich mache, ist halt einfach der Ausgleich und der Spaß. Das heißt, immer zusammen, immer mit Freunden. Das kommt vielleicht auch aus dem Bergsportgedanken. Das ist ein Sicherheitsfeature. Wenn du am Berg gehst, solltest du nicht allein gehen. Ich gehe sehr oft allein, auch das tue ich. Da bist du halt ein Einzel vielleicht vorsichtiger oder auch nicht. Aber es ist halt trotzdem ein Sicherheitsfeature. Skitour allein habe ich sicher genug gemacht. Ganz so koscher kommt es da trotzdem nicht vor. Wenn was ist, hast du ein Problem. Und wenn du allein läufst, was ich auch mache, Raxa rauf, runter oder sonstige Berge, ist zwar super geil, aber wenn was ist, hast du ein Problem. Also in Wahrheit brauche ich euch nur. Ich mag euch gar nicht.
Ich möchte nicht verstehen. Das ist die Wahrheit. Dass du jetzt das alles mit quasi mit Freunden oder mit Begleitern oder mit Bergversicherungen jetzt unternimmst, wie du es so schön sagst, falls was ist. War das, also am Anfang war das offenbar nicht so. Wie spürt er das Alter mit? Also, gar nicht, nein, das war immer, immer. War gleich. Das immer schon so, dass du gesagt hast, mit am Freunden Berg ist schon. Besser als alleine? Immer. Ja. Okay. Also da haben wir uns noch lange nicht gekannt, da warst du wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt, die Jungspund, aber nein, das ist tatsächlich wie so. Wie du zum Laufen angefangen hast oder mit dem Bergsport? Mit dem Bergsport. Okay. Nein, Spaß beiseite, es ist wirklich so, dass das war immer da. Ja, aber in der Zeit ohne Steuerkanten war es auch schwierig. Ja, klappt man. Ja, also da mit diesen Fangriemenbindungen und gegen einen Hasa Horn da die breite Ries runtergefahren ist, das war, weißt du, live dabei. Ne? Weißt du, wie Chamonix unterm Gletscher war damals. Oder das Pferdeglas bis, was weiß ich, Genf gereicht hat. In der Jugend. Damals noch, ja. Im 34er Jahr. Ja. Oder wie du immer sagst, neulich. Ja, genau. Genau. Nein, also natürlich, Alleinlaufen löst oft Probleme, die du sonst beim. Die Selbstbeschäftigung ist sehr wichtig und sehr gut. Dennoch unbedingt immer, auch wenn es so, wenn du mit mir 10 Kilometer laufen gehst, immer lieber zum Erd. Zu zweit. Es ist ein Austausch. Ich mache es wirklich wegen dem Quatschen, Spaß haben. Siehst du ja auch meine Zeiten heutzutage, die sind ja nicht wirklich gut, die waren noch nie wirklich gut. Ja, aber du bist im Ziel. Du bist ja dann im Ziel, weil es halt Spaß macht. So ist es. Und das ist. Mit 90% Anstrengung ins Ziel kommen, ist vielleicht besser als mit 110% bei der Hälfte abbrechen müssen. Ja, das mag schon sein. Dann bist du vielleicht ein Jim Walmsley, dem manchmal was aufgeht. Aber weißt du, seine UTMB-Ziele hat er halt auch noch nicht erreicht. Das stimmt. Ja. Allerdings, das stimmt. Was für ein schmeichelhafter Vergleich. Der sollte mal mit Freunden laufen gehen. Das macht er. Macht das mit dem François Denn und dann. Ja. Ja, das ist einfach, weil diese Amerikaner den Wein nicht vertragen, den der François Denn am Berg aufgetragen. Ja, und das Essen, weißt du, French Fries, das kennen sie nicht in Amerika. Ja. Die Pommes. Ach ja, herrlich, herrlich. Das ist wohl wahr. Du, sag einmal, Wo soll eigentlich die Reise hingehen? Also, um es genau zu sagen, weswegen wird sie deine Frau dann knapp doch nicht scheiden lassen? Ist es die Diagonale de Fou? Ist es der Western States? Ist es der PTL? Also, ist es der Tahoe 200? Also, heute sage ich mal mit ziemlich sicherem Brustton der Überzeugung, großartig mehr als 200 Kilometer. Das gibt ja immer wieder Formate, die noch mehr und noch mehr und noch weiter. Das ist es nicht. Ja. Das, was, den Herrn Lamacchina, den Michele und mich ein bisschen so anfixt, ist natürlich was Alpineres, also wirklich Ernsteres, nicht so Spielgelände, Forstautobahn wie der UTMB, der wirklich nicht schwer ist technisch, sondern ja, sowas wie ein PTL wäre schon cool. Also, weißt du, mit dem Jordi damals den Transalpine gemacht, das Etappenrennen. Etappenrennen sind großartig, also sowas würde ich gern wieder machen. Was Langes, Mehrtägiges. Und damals habe ich den UTMB ohne UTMB eigentlich versaut, weil es halt nicht passt hat. Aber im Prinzip sowas mit Freunden und ohne Organisation, das ist schon das, was ich machen möchte. Auch längere Sachen. Also, dass du sagst, weil du gesagt hast, mehr als 200 Kilometer, wenn es mehrtägig ist, ist dir das wurscht. Nein, sowieso. Aber zum Beispiel, da gibt es wunderbare Hochalpenwege oder sonst wo, haben wir eh schon besprochen, dass wir vielleicht von Salzburg nach Triest laufen. Und sowas schwebt mir vor. Auf der anderen Seite gibt es halt noch oder so den Salzsteigweg. Ja, genau, das ist so deine Idee. Ich habe noch nicht mich wirklich eingehend damit beschäftigt, aber why not? Home is where you are, baby. Tatsache ist, es gibt schon ein paar Namen noch, die schon super wären, ja. Aber so leicht ist es, wie ihr wisst, nicht beim Western States einen Startplatz zu bekommen. Also das kann man halt jetzt noch sagen, okay, wir machen immer Läufe, die irgendwie qualimäßig einen dazu befähigen, da mitzumachen. Jetzt habe ich schon viermal mich versucht, gezogen zu werden. Es wird halt, die Chancen werden halt immer größer. Und ja, wäre schon cool. Ich glaube, Western States ist einfach aufgrund des Namens cool. Nicht nur so vom,
vom Gelände her oder so. Da würde mich kannst du da aussetzen dazwischen? Ja, mittlerweile. Das ist neu. Okay, das heißt, wenn du jetzt einmal ein Jahr nichts machst, kannst du trotzdem dann sagen, jahrelang musstest du immer, dann haben sie irgendwann die einjährige Karenz erfunden, die ich auch einmal da gezogen habe, wie ich meine Achillessehne beleidigt gehabt habe. Da kannst du ein Lied davon trällern. Dann macht mal doch eine Zeit lang nichts, damit es wieder sich beruhigt. Und da habe ich diese Karenzierung genommen. Und jetzt mittlerweile ist es wurscht. Du kannst dich qualifizieren, dann machst du ein Jahr nicht, nochmal ein Jahr nicht. Wenn du dich wieder qualifizierst, machst du es wieder. Aber es werden trotzdem immer mehr Lose. Genau. Okay. Genau. Also, why not? Finde ich eigentlich sehr sympathisch. Also, ja. Es ist nicht ganz so sklavisch, du musst, ja. Das war auch das, was mir am Ende im UTMB am Nerv gegangen ist. Also, unter uns wäre der UTMB ein Rennen, wo du einfach sagst, ich mache mit und du hast einen Platz, den würde ich schon nochmal machen. Sofort. Ja, weil das einfach. Ich liebe diese Kulisse, die ist einfach großartig. Schon dir gefallen diese ganzen Ortschaften ja dort auch. Ich liebe es, ja. Das ist genau das wieder, da fühle mich halt heimisch. Ja. Deswegen der PTL wäre cool. Du verstehst die Menschen dort ja in komischerweise, gell? Seychelles und Bonhomme und du hast dich richtig verbessert mit deinem schönen Französisch, das ist einfach. Ja, ich bin der beste Lehrmeister. Nimmst du heimlich Stunden und Unterricht? Ja, deswegen weiß ich ja auch, dass es die Diagonale Defu heißt. Ja, nicht DFOS. Ja, ja. DFOS, da ist kein Ei drin, wenn dann sagt, Nein, aber ja, also PTL ist cool oder der Tor de Jean ist cool oder in Wahrheit die Diagonale Fou, weil du sagst, das ist, wenn du jetzt sagst, einer noch, ja, einer von den Namen, die wir jetzt gerade alle erwähnt haben, dann wahrscheinlich Réunion. Und da verbindet mich was mit der Insel, das ist nicht außergewöhnlich, wir haben halt dort eine Hochzeitsreise gemacht. Ach so, ich dachte, du warst in deiner Jugend. War ja auch in der Jugend, ne? Weißt du, wir sind schon bald in der. War das noch in der Kolonialzeit? Ja, genau. Wobei, so alt ist deine Frau nicht. Das verwirrt mich immer ein bisschen. Ja, weißt du, ich nehme immer Jüngere. Die nenne ich gleich. das bringt mich aber noch auf den Hals. Also heißt, du willst eine Reunion machen, und aber weil du jüngere Frauen und so, da fällt mir ja ein, der Transsilvania 100. Den habe ich als allererste gemacht, wer noch gar nicht war. Und da wurde ich dann vom Vlad Tepes nicht nur gepfählt, sondern ausgesagt. Und deswegen, jetzt weißt du, das bin ich unsterblich. Ah, und deswegen kenne ich genommen machen. Ja, natürlich. War sexy. Ja, hervorragend. Der steht bei mir auch ganz oben auf der Liste. Der schaut übrigens ähnlich. Der, Vlad? Ja, der Vlad. Ja. Da hat es auch mal in Schloss Ambras in Innsbruck eine hervorragende Ausstellung dazu gegeben zum Vlad. Wirklich? Ja. Du kannst mitfahren nach Innsbruck und dir das anschauen. Wir schweifen ab. Das kann ich wirklich machen. Ich denke drüber nach. Ich will dir nicht supporten. Jetzt habe ich was gesagt vor allen Leuten. Jetzt, was man da vor allen Leuten sagt, muss man einhalten. Gell? Blöd. Tja, das heißt, du laufst mit. Sehr gut. Na, ich glaube, dass ich dir irgendwo supporte und so. Vielleicht passagenweise mitkommen, wenn ich das schaffe. Du trainierst ja, ich nicht. Wer hat denn trainiert? Nicht, ich trainiere. Ja, das was wir, glaube ich, machen können, ist, dass wir wirklich kritische Anstiege gemeinsam machen. Ja, das wäre schon cool. Das ist richtig. Wie wir wissen, aus einem Telefonat. Nicht nach. wie wir wissen von einem schönen Telefonat, das der Flo geführt hat, beim Höttinger Bild. Es ist ja nur mehr ein Anstieg. So ist es. Soll ich nicht so gehen lassen. Ne? Reunion, mein Lieber, das ist wahrscheinlich der genialste Lauf. Erzähl, warum ist der genial? Wie lang, wie hoch, wie schön, warum? Ich glaube, lang hat sich auch schon variiert immer wieder. Naja, wo? Also die Diagonale der Verrückten, du hast das sehr schön ausgesprochen, die Diagonale de Fou ist auf dem wunderschönen Eiland La Réunion und traversiert die Insel. Ach so, also, die Insel heißt so. Ich dachte, das ist irgendwie Ukraine oder Jugoslawien. Zwecks Wiedervereinigung. Ja, richtig. Oder ist es ein Deutschland, Ost-West-Lauf oder so? Also es ist doch recht entlegen. In der Nähe von Madagaskar und Mauritius.
liegt dieses Eiland. Wunderschön. Ah, südlich von Griechenland. Okay. Ja, ja, ja. Gleich neben Malta, wenn du willst. Passt. wildes Meer, großartige Landschaft, kleine Insel im Prinzip, sonst könntest du das auch nicht in einem durchziehen. Ich denke, dass mittlerweile die Strecke ähnlich wie beim UTMB ist. 180, 170, so um den Dreh, auf jeden Fall ein 100 Meiler. Mhm. Auch da haben sie schon mehrfach geändert wie die Falsch. Mal so, mal so. Das Problem, glaube ich, tatsächlich, und du merkst es auch an den Karenzzeiten, du hast, glaube ich, doppelt so viel Zeit wie beim UTMB. Wieso? Erstens ist es angenehmer. Also ich habe mit einem Franzosen geplaudert da mitten beim UTMB, der beides gemacht hat, mehrfach. Er hat gesagt, UTMB, Cut-Off-Zeiten sind viel, viel strenger. Er liebt das auf La Réunion. Da ist es gemütlich und da kannst du inzwischen schlafen und das Essen ist großartig. Das war scheinbar ein Gourmet, der das besonders genossen hat. Beim Ultra. Da musst du nicht, ja, beim Ultra. Und du weißt, machen wir das nicht nur, damit wir von Labe zu Labe essen und trinken können? Also bitte. Ja. Na bitte. Und Réunion-Essen ist ganz, ganz toll. Ja. Gibt so Dinge wie Chouchou und was weiß ich, lauter so exotische Sachen. Es sind mal, nicht die alten. Meine Chouchou wäre dann ultra wühnend essen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sehr, sehr alpin. Haha. Obwohl okay. Die Alpen dort nicht sind, aber sehr, sehr extreme Anstiege drin. Das heißt, ist es eine Inselquerung? Ja. Das heißt, du bist quasi von 0 Meter hoch? Kalt, alles, ja genau. Und Dschungel, Charakter phasenweise, Wege unwegsam, nicht so befestigt wie bei uns. Also dagegen ist der UTMB die Westautobahn. Kann also man das irgendwie mit dem Mute vergleichen? Oder? Weil das ist ja auch gesagt, Insel. Willst du die Diagonale Fou machen, musst du den Mute vorher machen. Dann hast du eine Ahnung. Mhm. Und war auch ein Grund, warum ich damals den Flo überredet habe, zu sagen, fahren wir nach Madeira. Weil ich natürlich da, du merkst, die Diagonale Fou war immer schon ein bisschen, hat mich schon immer angefixt. Und nachdem ich das ja brav befolge, die Ratschläge, nämlich zuerst Berlin-Marathon, dann die Jungfrau, man dachte, na gut, zuerst der Mute und vielleicht dann irgendwann die Diagonal. Und ich glaube tatsächlich, dass es, also wenn es so ist wie der Mute, dann wird es schlimm. Dann wird's sag mal, schlimm. Du musst mir nachher nochmal deine Liste zeigen, was du sonst noch hast mit, was die Vorbereitungsläufe sind, was sonst noch auf deiner Endgame-Liste oben steht, weil offenbar der UTMB war eins, der Western States, die Diagonale de Fou, ja, der PTL, also ja, die ist gar nicht so kurz. Der PTL, also ja, also da ist der Tor cool. Oder das, was zum Beispiel unser lieber Twitter-Freund der Pep macht, die Patrouille de Glacier, das ist jetzt wieder Skitourenrennen, vielleicht sowas in Zukunft ein bisschen, oder die Pieramenta Skitourenrennen in den 4000ern Aosta. Ich habe gesehen, es gibt einen Pitztal Glacier, den Pitztal Ultra gibt es ja, mit bis zu 101 Kilometern, und dieses Jahr zum Jubiläum gibt es einen 250, den du im Zweier- und Dreier-Team machen musst. Du musst im Team machen, was zusammen. Mm-hmm. Nicht als Staffel. Nicht als Staffel. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Shownotes. Auch für dich. Nur so. Das, ja, aber das, so weit. Das sind so Dinge, die halt in Zukunft mich schon anfixen. Ja? Zum Beispiel den PTL, Petit Trot de Lyon vom UTMB, den darfst du ja auch nur im Team machen. Genauso okay. Wie den Tar, auch diese Geschichte gefällt mir eigentlich, dass du sagst, beim Transalpine, du musst mit jemandem anderen, du musst doch zusammenbleiben. Das kommst wieder zum Ursprung unseres Casts von heute. Ja, ich möchte halt am Berg mit Freunden sein. Das Wobei halt beim Tar darfst du, wenn einer aussteigt, du darfst das Single fertig machen. Beim PTL bist du erst rausgenommen. Das nicht adoptiert. Wirklich? Jupp. Okay, weil beim PTL wirst du einfach rausgenommen, fertig. Ja, da bist du dann, zu zweit geht's noch. Ne? Also genau, von drei müssen Pech, zwei weitermachen, aber wenn du alleine bist, hast du Pech. Also, du denkst, wie wir am Tar waren mit dem Flo, wo der Flo ausgestiegen ist, aufgrund der Verletzung, weil er doch ziemlich seinen Wöchel oder was immer das war, hat auch wieder ein Fusi, wirklich böses Fusi auch gehabt. Und das habe ich gesehen, so dick geschwollen, das will man nicht sehen. Ja? Und der Gerhard, der mit ihm gelaufen ist, den haben wir adoptiert. Quasi. Okay.
Aber er ist nie mit uns gelaufen. Der hat so viel schneller. Da waren wir schon 3 Stunden vorher im Ziel quasi. Okay. Aber das ging, du musst halt dann sagen, mit wem du oder wer dich quasi. Naja, wir beide wollen ja auch irgendwann einmal irgendwas gemeinsam machen. Also zumindest du hast gesagt, du willst mit mir mal eine Runde laufen. Wir laufen ja sowieso bei jedem. Bist du so von Alzheimer befallen, dass du vergisst, dass wir gemeinsam trainieren? Ja. Nur weil du jetzt deinen sklavischen Trainingsplan runterkurbelst und ich mich nicht deinen Plan unterwerfen möchte. Du hast irgendeinen Lauf, hast du gesagt, den wirst du unbedingt machen mit mir. Was war denn das? Transgran Canaria? Ja, den bist du noch nicht gelaufen. Ja, den will ich schon gern machen. Also, weil der Flo hat den schon gemacht. So großartig finden, ja. Also, der ist, die tun mir jetzt eher leid, ja. Die Insel ist ja quasi vulkanmäßig explodiert gerade. Ja, also, der Untergrund ist jetzt schöner wieder. Aha, fruchtbarer. Ja, noch ist ein bisschen heiß. Ja, sowas, glaube ich, soll immer gehen. Also, es ist so die Frage, hört das je auf? Ich weiß es nicht. Ich glaube, also das, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass ich immer aus dem Stegreif sagen kann, ich gehe jetzt mit Freunden 35 Kilometer mit 3000 Höhenmetern über den Hochschwab, über die Rax oder irgendwo in Tirol rumrennen. Und das ist das, was mich wahrscheinlich am meisten traurig machen würde, wenn das nicht mehr geht. Das sind die Rennen wurscht. Ja, ich ziehe mir gern dann die Pullis an von meinen Rennen und was weiß ich, aber das ist voll. Was ein Rennen sagen? Geil. Der Vorteil am Rennen ist das Sicherheitsfeature. Und du musst dich um Ladestationen so Scherze nicht kümmern. Die Organisation, die Logistik nicht kümmern und das ist ein Vorteil. Und deswegen macht ein Rennen einfach auch Spaß, weil, okay, gibt es schon teilweise ab. Die Verantwortung ist schon deutlich härter, wie wir gesehen haben beim UTMB ohne UTMB. Und es gibt auch in Österreich extrem viele schöne Läufe. Wenn man nicht den sympathischen Herrn Peter vom Laufenden Decken Podcast hat, der der beste Lave-Organisation von ganz Europa wahrscheinlich macht. Also das muss man schon sagen. Autonom ist schon eine Stufe interessanter vom logistischen Aspekt. Ja, wobei wir da auch einen sehr schönes Interview mit der Eva gemacht haben, die ja ihren Sommerurlaub verbracht hat, indem sie von Vorarlberg ins Burgenland gelaufen ist, quer durch Österreich, in 18 Tagen oder so, mit keiner Planung. Also schon ungefähr, wo lang, aber jetzt da keine Planung mit, ich habe mir irgendwelche Hotelzimmer vorher reserviert oder so irgendwas, sondern wirklich nur von Tag zu Tag zu Tag. Und das ist halt schon eine ziemlich coole Geschichte. Ist natürlich in bewohntem Gebiet leichter wie irgendwo am Berg, wo du zweifelsfrei dann irgendwie einen Biwak mitnehmen musst oder sonst irgendwas. Hut ab. Was das allein gemacht hat, Hut ab. Ja. Also das ist, wie gesagt, das ist halt auch nicht meine Form von Entspannung. Da möchte ich mich schon austauschen können. Ich glaube, sie hat aber viele Begleitläufer gehabt, die immer so Abschnitte mitgemacht haben. Dann ist gut. Ja. Weil so ganz allein 18 Tage ist hart. Es gibt ja doch einige, die das machen und die das durchziehen. Gibt es ja auch von YouTube den Typen, der da, glaube ich, quer über die Alpen gelaufen ist, von was nicht, Dresden bis Nizza oder irgend sowas um den Dreh. Auch ganz großartig und das in einer Wahnsinnszeit oder die großen Langstreckenläufe da, die Pacific Rim oder was weiß ich nicht, wie sie alle heißen und quer durch Amerika koffern da, den Appalachian oder sonst wie Trail. Wobei der Andreas Robin ist ja auch von Chamonix nach Bruck gelaufen. Ja, also der ist nicht den UTMB gelaufen, sondern er ist von UTMB heim gelaufen. Gott sei Dank, wie sexy Bruck an der Mur sein kann. Ja, ja. es ist schlimm, wenn du sagst, alle Leute wollen nach Chamonix und du sagst, na, ich laufe von Chamonix nach Bruck. Also das ist mental wirklich hart. Du sagst, dort wollte ich immer schon mal ankommen. Ja, aber die Dichte an vollkommen durchgeknallten Ausdauerathleten, die da aus dem Eckel kommen, ist ja wirklich ganz schön beachtlich. Ja? Also die ganzen Radler, und gibt schon ein paar. Es muss irgendwas dort in der Luft sein. Ich glaube, das ist das Wasser. Was habt ihr denn da mit den Magnesitwerken da immer bekommen? Was war denn da? Offenbar aber ganz gesund, trotz alledem. Ja, die Amerikaner haben Fracking und wir haben Ultraschadstoffe.
Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Na, aber wirst du diese, weil du sagst Tränen, die schönsten Sachen, wenn du wirklich fragst, was sind so die Tränen vielleicht, hast du das aufgeschrieben? Wenn nicht, dann tue ich mich was, selber operieren. Was du gemacht hast? Wenn du sagst, so die Top 3 Geschichten, an die ich mich immer erinnere, wahrscheinlich eine davon muss und werde ich sagen, ist wahrscheinlich doch der Comrades da in Südafrika, weil sowas komplett anderes ist. Ja, der ist eine Straße. Der ist Straße, ja. Aber es ist einfach landschaftlich und die Welt ist eine andere Kultur, ist einfach großartig. Und weil es ihn seit Ersten Weltkrieg so um den Dreh gibt, das ist einfach auch so ein Rennen mit so einer Geschichte. Ja, ja, da habe ich meinen Biss vom Vlad Tepes schon gehabt, weißt du? Deswegen war da. Du warst also bei der ersten Australien dabei. Hervorragend. Ich habe den Hahnenschrei gemacht, den berühmten zum Start. So blöd. Auf jeden Fall, nein, der wird schon sein, aber einer der Top-Läufe, das sind dann meist Läufe, die gar keine Rennen sind. Das hat der Don Tango organisiert, auch seines Zeichens einer der sympathischsten Ultraspinner aus der Wiener Community, hat geheißen Three Peaks Challenge. Mhm. Und die würde ich jederzeit noch einmal machen. Die war über 3 Peaks, Berge, und das ist quasi halt mein Heimspiel, Home-Terrain, über die Schneealpe, dann über die Rax und dann über den Schneeberg. Und da habe ich halt, das habe ich mit sehr vielen, sehr tollen Menschen gemacht. Und die Wiener Community läuft zum Teil immer noch da. Ja. Da gibt es einige Namen und ich habe die Machina kennengelernt. Also Three Peaks Challenge verdanken wir, dass wir Michele kennen und lieben gelernt haben. Und was für ein Lauf. Das sind so Läufe, wo ich sage, das sind dann noch mal cooler als irgendein großes Rennen. Aber da brauchst du wirklich jemanden, der sich da auskennt. Weil ich glaube, solche Rennzusammenstellungen, deswegen finde ich auch Rennen organisiert, die auch immer wieder cool. Also aufs Geratewohl findest du sowas ja selten. Da brauchst du irgendwen, der, weiß ich nicht, local ist zumindest und sagt, ah, na, den Berg, den musst du aufhören, der ist schön und schau, da gibt es super Trails und das kann man mit dem verbinden und sonst irgendwas. Ich glaube, wenn du völlig unbefleckt nach, weiß ich nicht, Frankreich kommst oder in die Schweiz oder nach weiß der Geier, dann tust du halt schwer. Ich meine, ja, da ist irgendwo ein Berg und du wirst schon irgendwas finden und gibt sich irgendwo eine Karte, aber die richtig coolen Sachen, glaube ich, da brauchst du jemanden, der von dort ist, der da irgendwie das zeigen kann, oder? Es ist hilfreich, sagen wir mal so. Ja, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt was uns überlegen, würde ich es einfach auch mit der Karte planen. Ganz so ist es nicht. Stimmt, ich habe ja dich. Ja, du hast mich. Ja, gut, aber ich meine, das ist halt meine Leidenschaft. Da kommt wieder der Bergsport und bevor ich irgendeinen Roman lese und nichts ging, bin jetzt nicht der Erwin Bröll, der gut mit seinem Trend zum Zweitbuch nie was liest, so ist es nicht. Ich habe mal schon gedacht, aber, mit seinem Globus am Kopf. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, worauf du anspürst. Wenn du mir ein Buch gibst oder eine schöne Karte, ja, dann nehme ich die Karte und ich bin vollkommen ein Freak, aber ich kann beim Einschlafen mache ich mir die Karte auf und wurscht vom Schneeberg und schau sie an. Das macht mich glücklich. Es ist einerseits ist es schön, andererseits ist das Bild irgendwie ein bisschen verstörend. So ist das, mein Lieber. Aber du bist auf den dritten Lauf. Wenn du mit mir läufst, kannst du sicher sein, dass ich mich normalerweise nicht. Ja, und das Schwierige ist, ich habe das nämlich wirklich überlegt, weil. UTMB, Miut, Lavaredo. Transalpen? Da kommt jetzt genau das, ja. Der Transalpen war wahrscheinlich freundesmäßig sowas Besonderes, weil du 8 Tage lang zusammenpickst und es war nach 8 Tagen noch schöner als vorher. Normalerweise gehst du nach 8 Tagen doch irgendwann mal mit dem Keks, aber das war, abgesehen von dem ganzen, von der Orga, die großartig war und der Strecke, die großartig war, war wahrscheinlich das Beeindruckendste, dass sowas geht. Und zwischen mir und Jordi war, ja, ich weiß. Macht jetzt den Jingle für Liebe, aber das war wirklich großartig. Der Mute mit Flow für, ja danke, sehr guter Jingle, dann kannst du gleich aufheben. Dann gibt es die Dinge mit dem Mute, mit dem Flow, die ich nicht missen möchte, weil das war wahrscheinlich das Irrste, was wir je veranstaltet haben, auch wieder, weil es wahrscheinlich woanders war und weil wir beide durch solche Tiefs gegangen sind und weil es der erste Lauf war mit 2 Nächten, nicht geplant, muss ich zugeben, 2 Nächten erwachsen. Ja. Die schönen Erlebnisse, der Flo hat irgendwas gesagt von 1 Kilometer 30 Minuten auf der Ebene. Ja, ich will es nicht vergessen. Das sind Dinge, die brennen wirklich, die brennt sich ins Gedächtnis ein und
kannst wahrscheinlich jede Stunde noch nachvollziehen. Ich kann das, sowas liebe ich, die Augen zuzumachen und das nochmal durchzugehen. Und natürlich den UTMBs. Und jetzt mit den Top 3, du wirst sehen, ich werde zu nichts kommen. Weil natürlich ist der UTMB da und dann in Wahrheit wieder Trainingsläufe mit euch, ja. Und auch mit dir, was wir gemacht haben, schon Cooles auf der Rax, das ist genau das. Ja. Das ist einfach schön. Einfach schön. Aber die langen Dinge sind einfach großartig. Ja. Wien Schneeberg, bitte, kommt mit zu Wien Schneeberg. Was gibt Schöneres? Zwei lang, Nächte, drei lang, Nächte, lang, ist das auch was für dich? Ich weiß es nicht, ob das irgendwann nicht ungesund wird. Wir machen die zwei Nächte ja ohne zu schlafen, wie du weißt. Die Zweifel hat das super funktioniert. Und da arbeitet man ja auch schon mit Dopingmitteln. Ist so, also in Wahrheit ist ein Red Bull schon an der Grenze zum Doping. Abgesehen davon, dass man per se unsympathisch ist, aber es läuft mir halt, es hilft halt beim Laufen. Und ihr habt es uns da gegeben in, wo war man da? Schon wieder vergessen, Champelac. Diesen Coffeeshot von der Sabrina. Ja. Nicht böse sein. Wenn sie sowas verbieten, schaut es anders aus. Da musst du wahrscheinlich schon irgendwo pennen. Ja, also es ist schon Doping. Naja, ich glaube, wenn du zum Erd unterwegs bist, dann reicht es auch, wenn jemand ein Paddel mit hat. Brack. Ja, ob du jetzt einen Koffeinshot nimmst oder einfach 10 mit dem Paddel auf den Planken, was der, das motiviert ja, alles. Aber du merkst es tatsächlich so in der zweiten Nacht, wenn es hart wird, also da gibst du selber mal eine Watsche, das nützt alles nichts. Vielleicht zu wenig, vielleicht liebt man sich doch so sehr, dass man sich nicht so eine reinfragt. Das kann schon sein, ja. Dass du im letzten Moment doch ein bisschen abbremst. Frag mal jemand anderen einfach. Der hat weniger Skrupel dann vielleicht. Nein, es ist, weißt du, was für ein schöner Sport, was für ein großartig schöner Sport. Aber es am Ende, ich bleib dabei, geht es ums Miteinander. Das ist, ich finde diesen Ansatz, dass du sagst, du wirst das alles miteinander machen, den finde ich auch selber sehr schön. Und das ist vor allem was, glaube ich, den Trailsport oft vom Straßenlauf unterscheidet. Weil natürlich kannst du einen Marathon zusammenlaufen und machen manche Menschen auch, aber das Gros der Menschen wollen entweder ohne Sterben ins Ziel kommen oder laufen auf irgendeiner Zeit. Und schauen die ganze Zeit auf die Uhr und denken sich, 2 Minuten vor oder hinter oder was nicht, von meiner Zielzeit entfernt. Und da ist halt beim Lauf, der über bergiges und gesteinigtes Terrain geht, ist es, glaube ich, sowieso völlig useless, dass du auf die Uhr schaust. Ich meine, du kannst das zwar machen, aber du kannst auch genauso gut auf die Sonnenuhr schauen, weil viel genauer wird es halt nicht. Und da ist da dieser Gemeinschaftsgedanke, glaube ich, dann schon viel verbreiteter zumindest. Ist es, ja. Ich bin immer noch überrascht, wie viele Leute eigentlich so verbissen diese ganzen Ultras angehen. Hast du auch gemerkt, dass er großartig miteinander geredet wird, auch nimmer. Die Leute schauen so in ihrem Tunnel. Jo, muss ich nicht haben. Ja. Also, ich meine, ich muss jetzt auch nicht mit jedem quatschen. Das ist das ist es nicht. Also, wie gesagt, ich möchte es mit Leuten machen, die ich gut kenne. Ja. Und das, was wirklich total kitschig ist, aber das habe ich wirklich festgestellt, wenn du mit jemandem, mit einem Ultra gelaufen bist, mit einem Freund, dann nachher bist du wirklich ein Freund, auch wenn man sich sonst gar nicht so oft sieht, aber da weißt du wirklich, du kannst dich, es ist wie ähnlich wie ein Seilbaden am Berg, du kannst dich echt auf diesen Menschen verlassen. Und das ist sowas von cool. Das ist, wohl wahr. Das ist wohl wahr. Also ja. Vor allem, du verbringst ja auch dann sehr Menschen intensive Stunden sowas, miteinander. Ja, genau, du machst das eh im Training und wahrscheinlich kriegst du das eh ein Gespür raus. Du machst das wahrscheinlich auch nicht mit Leuten, wo du es dir nicht vorstellen kannst. Ja. Man weiß es eh nie, aber sicher kann es einmal schief gehen. Aber bis jetzt, die Leute, mit denen wir Ultras gelaufen sind, sind alle großartige Menschen. Ja, da weißt du, der Hase ist, unser lieber Gunther ist da dabei, ihr seid großartig. Was ist eigentlich für ein... Unschön. Unschön, was ist eigentlich für ein grauenvoller Podcast? Bitte können wir den wieder löschen, das ist nur so eine Beweihräucherung in das passt schon, das passt schon so. Ich Unicorn. Ja, ich bin ja sowieso dafür, dass es eher so, dass es dann manchmal auch Podcast-Folgen gibt, nicht von uns, sondern für uns. Ah, deswegen machst du das. Ja. Jetzt. So ein bisschen Huldigungsfolgen. Die kann man schon zwischenzeitlich ein bisschen einbauen. Das geht schon. Schau, der Podcast. Ja, also
da muss man wirklich sagen, du bist ja auch oft so ein bisschen der Zusammenhalt, glaube ich, der dadurch, dass du viel mit anderen machen willst, sagst, gehen wir dorthin laufen, fahren wir dahin was laufen, wo andere einfach stupid vor sich hin trainieren würden. Das finde ich großartig. Das mag schon sein. Das ist halt einfach, bevor ich, zur Not mache ich es ja und laufe dann allein, aber erstens will ich euch einfach sehen. Ja? Und manchmal macht es zu mehr Spaß, manchmal ist auch wieder ein exklusives Geläuf zu zweit, super cool. Und das ist schon Sinn des Lebens für mich. Also wenn man mir das wegnimmt, man kann sich wieder neu orientieren, aber das ist schon halt schon auch ein Suchtverhalten, muss man zugeben. Ja, und vor allem in unserem Alter, was will man sich da noch umgewöhnen? Ja, mei, das ist mal schon so. Sonst haben wir auch nichts gelernt. Na, und schwimmen muss man nicht, ne? Nein. Das ist so nass. Und stell dir vor, die Fisch. Ja, manche Leute verlieren noch an das Schwimmen. Nein, fürchte dich. Du erinnerst dich? Ja, gute Freunde. Ja. Karpfen Brothers. Ja, nein. Den hat man einmal mit den falschen Leuten spielen lassen. Ja, das ist genau das passiert, ja. Also, Also, Eltern, passt auf eure Kinder auf, lasst das nicht mit Triathleten spielen, da kommt nichts Gescheites aus. Ach, die lieben Triathleten. Hört euch den Schweiß und Pommes Podcast gerne an, aber bitte geht's nicht mit den Triathleten spielen, denn zack, Satz im Wasser und fangt zum Kraulen an. Nix da. Da kraut hast du eure den. Frauen, das muss reichen. Weh. Ja. Das, was fehlt, sind so 24-Stunden-Läufe, weißt du? So ein bisschen so mantramäßige Sache. Repetitive das, Sache. Das müsst ihr machen? Ist das was Bad Blumau 24 Stunden einmal so reizen wird? Einfach nur, weil ich es noch nie gemacht habe. Ja? Weil bis jetzt, muss man zugeben, deswegen liebe ich ja auch diese Berg-Ultras oder die langen Läufe am Berg, da ist die Abwechslung. Das ist so. Mhm. Und wenn du jetzt repetitiv irgendeine kleine Runde immer wieder und wieder und wieder machst und das vielleicht wirklich allein, ja? Also das wäre sogar so eine Sache, wo ich sage, ganz bewusst, ohne euch, einfach nur um zu schauen, wie öd es sein kann. Und das ist, glaube ich, schon auch, weil das Riesri Chiman oder wie auch immer, ich glaube schon, dass du in ein anderes transzendentales Bewusstseinsstadium kommen kannst, wenn du dann noch länger laufst und immer das Gleiche laufst. Also per se, warum soll man das nicht mal probieren? Also du kannst mit der Sabrina ja sicher eine tolle Trainingspartnerin, die steht auf sowas. Ja, ich weiß. Aus mir völlig unerfindlichen Gründen, aber... Du, ich glaube schon, dass das auch was kann. Aber ja, nicht dass das jetzt das große Ziel wäre. Also dann schon mal lieber die Diagonale der Verrückten. Das ist schon eher meins. Und wer weiß, vielleicht laufen wir ja mal 24 Stunden an Hügel rauf runter. Wer weiß. Vielleicht so ein Hügel in der Nähe von Wien. Ja, ja, was weiß ich. Muss man nicht so weit fahren müssen. Eben. So ein Bisonberg ist ja gleich ums Eck. Sag, du... Bevor ich es vergesse, was willst du Menschen noch mitgeben? Weil du hast ja schon viel Lauferfahrung und Bergerfahrung und ist es ein Sicherheitstipp, ist es ein Freundschaftstipp, ist es ein Lauftipp, was willst du Menschen noch mitgeben? Ich glaube, das tatsächlich Wichtigste haben wir schon besprochen, weil ich habe mir auch überlegt, was nach all den Jahren, ja, und 2010 und vorher schon Bergsport, das ist schon ein Zeitl, das ist das Salz. Also noch einmal zur Wiederholung, Krämpfe, arbeitet mit Salz. Ja, ist so. Scheißt auf die Freunde, nimm Salz mit. Es hat mir keiner gesagt, ich habe jahrelang gelitten. Salz. Hervorragend. Scheißegal, wo sie auflauft, wie weit das ist. Wurscht, ob es ein Laser oder zum Wert, nehmt einfach ein Salz mit, dann ist wird alles gut. Na, und kümmert euch darum, überlegt euch, wo es läuft. Tut nicht alles zusammenklicken, wenn es wirklich in die Berge geht, sondern beschäftigt euch ein bisschen mit dem Terrain. Das ist gut. Und beschäftigt euch ein bisschen mit dem Wetter und beschäftigt euch, wenn es in den Übergangszeiten ist, ob ein Schnee da ist und ob es irgendwo Hartschneefelder geben kann. Es passieren zwar eh wenig Unfälle, was mich überrascht, aber ab und an passiert es. Und das kann man vermeiden. Also das meine ich schon. Genau.
Und zwei Tschechen schon wieder runtergehauen bei einer Rax. Jetzt gestern. Wenn ihr verlustig geht am Berg, dann nehmt bitte nichts mit und sagt an niemanden, wo es wart. Einfach still und leise, unterm Schnee, verrecken, fällt es nicht so auf. Ja? Das alles andere, das ist immer so Aufwand und Suchen und Krankenhaus und die Familie weint. Und also entweder gut versichern und ordentlich machen oder einfach still und heimlich leise draußen sterben. Das sind die zwei Optionen. Also lieber ordentlich machen. Und, genau. Ja, das ist schon wirklich wichtig. Also das, was schon oft passiert, ist ja, ihr wisst, es ist gerade super trendy und hin und her und phasenweise frage ich mich schon, welche Leute am Berg unterwegs sind, aber das war immer schon so, brauche ich nicht sagen. Also weißt du, vor 100 Jahren war es auch schon so. Und das wird wahrscheinlich immer so sein, so wie man immer sagt, die Jugend von heute, ja, die war immer böse. Also die Unerfahrenen hast du halt oben, aber da kann man wirklich was tun. Und nicht sklavisch sich irgendwas aufs Strava zusammenzuklicken, ohne zu schauen, dass man vielleicht doch in ein Absturzgelände kommt, wenn man es nicht kann oder wenn man einen etwas schwereren Klettersteig erwischt. Da geht es lieber, tatsächlich geht es lieber mit euren Großeltern einmal am Berg, nicht laufend, sondern gehend und schaut euch den Trail an, dann könnt ihr immer noch laufen hinten auch. Aber die wissen, was sie tun. Also mein Opa hat mir sehr viele schöne Strecken gezeigt, die ohne ihn wahrscheinlich nie so entdeckt hätte. Der wusste schon, was er tut in seiner, weiß ich nicht, 70er Bergerfahrung. Ja, hat schon was. Nein, aber es ist erschreckend. Oft denkst du, es ist blöd, wenn man das sagen muss, aber offenbar muss das sagen, weil, wie gesagt, es passiert jedes Wochenende irgendwas, wo du sagst, das kann gar nicht sein. Ja? Und leider auch Läufern. Ja. Und trotzdem, auch das habe ich gelernt, in Wahrheit mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ich weiß das alles besser und dann kommt die Social-Media-Bubble und ja, aber das macht man doch nicht und hin und her tendiert man immer, genauso bei den Lawinenunglücken, wenn du nicht dort warst, lieber die Pappen halten. Es kann immer was passieren. Die Pappen halten, ja. Und das habe ich von einem Bergführer gelernt, der wirklich Ausbildner war und sehr gut war für Bergführer. Nein, wenn du nicht vor Ort bist, machst du dir mal kein leichtes Urteil an. Ja. Weil wir hatten ja auch einen Teamkollegen, der vom Falkert abgestürzt ist und alle gesagt haben, unerfahrener Wiener und hat sicher gesoffen. Ja, er trinkt nicht und er ist einer der Top-Skyrunner Österreichs. Es ist halt einfach deppert gelaufen. So ist es. Kannst auch nichts machen. Und Andrea Huser ist gestorben beim Training und die war sicher top drauf und andere, es passiert halt, ja. Und ehrlich, gefeit ist keiner. Das ist ein wunderschöner Sport, aber wenn du runterrennst, was man halt immer macht und viele machen, ein blöder Schritt, einmal mit dem Kopf falsch aufkommen, so ist es. Ja. Aber das ist das Risiko, so blöd das klingt, wirklich wert. Ja, aber man muss es trotzdem wissen, ja. Und gut trainiert und gut vorbereitet passiert halt dann in dem Moment trotzdem in Verhältnis weniger. Es passiert da zwar trotzdem, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist einfach niedriger, weil du vielleicht vorbereitet bist, weil du vielleicht was mit hast, weil du auch auf einem verdammten Trainingslauf deine Rettungsdecken mit hast. Das ist schon richtig. Geht's nicht ohne. Wenn es irgendwann am Berg rauf geht, ist halt der leichte Mini-Baby-Super-West-Rucksack von irgendeiner Marken mit, wo du halt hinten die Rettungsdecken zumindest drin hast oder irgendwas Trockenes. Das haben wir einmal gesagt, wurscht, wenn du raufgehst am Berg, irgendeine trockene Überzugsmöglichkeit, weil auskühlt bist sofort. Ja. Und im Zweifelsfall, wenn das Wetter am Berg scheiße ist, umdrehen, zurückgehen. Nicht auf Teufel komm raus, raufgehen. So, und wenn euch jetzt der Opa-Vampir-Ziege die allerletzte gute Weisheit mitgeben kann, wenn die Rax und der Schneeberg und damit andere hohe Berge oben eine Wolkenhut aufhaben, dann hat es oben 2 Grad, 5 Grad, auch wenn es unten 30 hat. Ohne Handsch und ohne Mütze, never ever auf den Schneeberg. Der Flo Grasl wird sich jetzt abhauen etc., aber es ist wirklich so, es kann so scheißkalt sein da oben. Es ist immer scheißkalt, wenn du mit mir gehst eigentlich. Verdammt. Ja, ich habe sowieso immer Handschuhe und Hauben mit, wenn ich mit dir unterwegs bin, auch wenn es August ist, weil das Wetter ist halt immer kacke. Ach Gott. Ja, nun gut. Also ich muss sagen, es hat mich sehr gefreut. Es wäre so schön. Hast du noch irgendwelche letzten Worte vor deiner erneuten Einsagung, bevor du morgen wieder auferstehst? Ich möchte den Sport noch lange, lange mit euch machen können. Und wir mit dir. Schöner frommer Wunsch.
Na schau. Ja, darauf freuen wir uns gar sehr. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an den Flo, den wir bald wieder in uns in unsere Arme schließen können, nicht in uns schließen können. Es war ein schwieriger Satz gerade. Ich will raus. Ja, ich muss los. Liebe Leute, bis denn dann. Tschüss.